Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let's Play Darksiders mit Krieg, mir und der Unterwelt. Und wir haben in der letzten Folge alle Stücke gefunden und wollen jetzt zu Ultan reisen. Und das machen wir natürlich mit unserer, also laufen, was auch sonst. Und geben endlich die Bruchstücke ab, sodass wir das besondere Schwertdingens, Schlag mich tot, bekommen. Wo wir erstmal hier vorbeikommen müssen. Ja, die Dinger nerven. So, das können wir jetzt noch finishen, damit ihr gleich am Anfang ein wenig Action habt. Und für mich ist das eigentlich nur eine kurze Pause jetzt gewesen, ein bisschen was trinken und geht schon weiter. Und ich bin gerade hier in Quatschlaune, was mir eigentlich ein bisschen komisch vorkommt. Vorhin war ich noch etwas ruhiger, jetzt lauer und lauer und lauern und erstmal da reinfallen. Reißende Strömung und ich, ja, was bei mir passiert. Wo kommen wir jetzt hin? Weil wie es aussieht, hinten machen wir noch nicht. Eine Truhe mit einem... Ah. Zornkern. Schön. Und das wird jetzt die... 77... 78. Folge. Yay! Nur noch zwei und dann haben wir die 60 schon mal geknackt. Und ich muss neue Thumbnails aufstellen, denn ich habe nur bis 60 gemacht. Hätte nie gedacht, dass das mal so lange geht bei mir. Dass ich das so konsequent durchziehe. Ach, verpisst euch hier. Ich habe keine Lust, jetzt mit euch zu kämpfen. Ja. Danach, Darksiders 2 ist angesagt. Wie schon gesagt, für 25 Euros. Kann man sich das mal leisten. Da kommt noch Assassin's Creed 4, ist ja auch noch in Planung, was ich dann da übernehmen soll, weil, ja. Damit ich dann auch, obwohl, wenn ich Darksiders 2 mache, habe ich für ein Langzeitprojekt. Naja, werden wir sehen, was von uns allen macht. Lässt sich schon jemand finden. Spielen wir sowieso. Aber kommt noch drauf an, wer halt das dazu aufnimmt. Es ist ja doch schon ein bisschen länger. So an die 100 Folgen müssen wir schon rankommen. Wir haben es geschafft. Ambusfahrt. Ich will mein Pferd. Ich bin ein bisschen schneller hier. Ich hoffe, im Hintergrund hört man das Echo nicht. Werde ich eh rausmachen, wie hier Rauschentfernung und alles sowas, bla. Und da geht das eh weg. Hoffentlich. Also wird das eh synchron sein. Von daher wird man das eigentlich gar nicht mitkriegen. Da ist er, der gute Uldan. Schön, dich wiederzusehen. Ich weiß, das hast du schon beim letzten Mal mir gesagt. Und hier hast du deine Stücke. Meine größte Arbeit. Bis jetzt. Ultimative Klinge, wir haben sie, die ultimative Klinge. Jetzt war ganz schön schnell. Armageddon-Klinge. Die Armageddon-Klinge wurde von Ultan neu geschmiedet und ist die einzige Waffe, von der bekannt ist, dass sie den Zerstörer erledigen kann. Und da werden wir doch jetzt hingehen und, ja,
wenn es jetzt schon geht mit Zerstörer erledigen und bla und schlag mich tot, wird's jetzt ernst. Hat man ja auch in dem Video gesehen. Mordo zwar sehr wenig geredet, aber man hat gesehen, um was es jetzt langsam gehen wird. Wir werden zu dem Zerstörer gehen. Ohne Pferd. Was ich leider schade finde, weil das Pferd kommt dann hier sehr wenig zum Einsatz. Und manchmal ist das doch schon ein bisschen praktischer, wenn du mit Pferd hier schneller durchreiten kannst. Wir werden dann auch gleich hier Wulgrim aufsuchen und hier das Schlangenloch nehmen, weil sind wir schneller. Wie gesagt, ohne Pferd. So können wir gleich hinreisen. Und zack. Wo müssen wir denn hin? Ich schätze mal hier hoch. Denke ich jetzt mal, also ich hoffe es mal, weil ich hätte erst mal gucken können auf der Karte, ob ich wirklich dorthin muss. Ich hätte mir jetzt die Armageddon-Klinge ein bisschen, ja, mit mehr gesehen. Vielleicht kann ich noch was draufpappen. Nö. Mann, das finde ich schade. Dass meine Chaos-Klinge dann Ödler weg ist. Und die ist schon halt die ultimative Waffe, ja. Das ist die noch aufleveln. Also können wir nicht mehr unsere Chaos-Klinge aufleveln. Mann, die wollte ich noch. Wenigstens das eine Level. Hat doch nicht mehr viel gefehlt. Ärgerlich. Naja. Aber wir haben die Chaos-Klinge. Die Armageddon-Klinge. Hier kommt so viel Chaos in Armageddon. Kommt schon ganz durcheinander. Und wir sind. Richtig? Richtig? Kehren Sie zu Azrael im Aschenland zurück. Verdammt, wo bist du mitten hin? Ich weiß, dass wir da oben sind. Verdammt, wo ist das Aschenland? Aschenland, Leviathans Strömung. Das ist das Aschenland. Was siehst du? Klappt doch. Was jetzt mir ruhig anzeigen können, dass dort das Aschenland ist. Ich habe auch keinen Pool gehabt. Naja. Nochmal hier das Schlangenloch benutzen. What does the fuck say? Oh Gott. Ja, jetzt fange ich damit an. Und da haben wir's. Zack. Rein. Komm, ich will endlich mal hier zu, weißt du schon. Ich hab Namen vergessen. Weißt du schon, ich hab Namen vergessen hier. Aschenland, ich komme. Ach komm, jetzt könnte ich ja das Pferd benutzen. Benutze ich halt jetzt das Pferd. Ich hab den Namen vergessen. Komm ich herum? Was ist denn die Scheiße? Wieso komme ich denn hier vorbei? Ah, lauf mal so rum. Spring hier wieder runter. Laufe ich jetzt noch richtig? Ich glaube nicht, weil ich hätte hier die Brücke nehmen sollen. Ah. Okay, das macht er nicht. Wo bin ich? Gute Frage, wo bin ich eigentlich? Zack, zack, hoch, hoch. Ach cool. Finden wir halt noch ein Artefakt. Wollte ich gar nicht, also. Lucky Punch 23 ist online. So, hinten geht's noch weiter. Wo bin ich? Hinten war ich auch noch nie. Du. Oder war ich schon? Kann vor. So, einfach mal durchgeritten, ein bisschen getötet.
Einer. Oh, Alter. Ruckler. Großer Ruckler. Ich glaube, das macht sich jetzt in die Wanderaufnahme bemerkbar. Das wäre scheiße. Große Scheiße. Reite du an. Lalala. Das ist immer gleich so langsam, wenn man hier läuft. Oh ja, kriegt ihr mal mit dem Schlag eine Kiste kaputt. Das ist eine tolle Klinge. Dann bin ich schneller, wenn ich es so mache. Oh, nie jetzt. Wie gesagt, nie jetzt. Drei Schläge, bin ich schon. Eins. Achso, das war ihn. Oh Gott. Wo bin ich? Verdammt nochmal. Ist nichts. Alter, diese Kamerasicht manchmal hier. Alter, der harte. Achso. Geht's hier jetzt mal? Ja. Ne, bin ich nie runtergesprungen gerade. Ich bin nicht runtergesprungen. Ich will einfach mal hier lang. Zack, hoch, weiter geht's. Oder kam ich jetzt von hier? Ne, ich laufe noch richtig. Hoffentlich. Weiter Fußmarsch, ey. So, die bloß im Ascheland treffen. Jetzt renne ich hier und renne. Hier wäre so schön das Pferd. So schön. Ich hab den Arsch. Hey. Ach, guck an. Hier ist Vulkan. Ah, stimmt ja. Hier war ja. Der Riesenwurm. Gott sei Dank, ich kann wieder mein Pferd rausholen. Komm ich jetzt hier rüber? Wie kam ich denn hier rüber? Bist du bereit? Wir wollen Abaddon doch nicht warten lassen. Achso, ja. Na, ich bin bereit. Na komm. Ja, wartet er schon auf mich. Hey, wer ist denn das? Ist das? Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorhergesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Mich mit jemand anderem verwechselt. Sie hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass er auch sie geliebt hat. Vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich. Die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum, ob du lebst oder stirbst.
Schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Siegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates und einem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf.